dass bei mir sehr, sehr viele Aha-Momente gewesen sind und auch sehr, sehr viele vertiefende Erkenntnisse, wo stehe ich heute, wo komme ich denn überhaupt her im Leben, und dass ich so viel mehr Klarheit über meine Gesamtsituation bekommen habe und viel mehr Greifbares, was zu tun ist oder wie ich überhaupt als Mensch funktioniere, was bedeutet meine Geschichte und wie gehe ich damit um? Ich bin schon seit jetzt circa 20 Jahren in verschiedener psychotherapeutischer Behandlung, überwiegend, was halt kassenärztlich verordnet wird, die normale Psychotherapie. Und da habe ich mehrere begonnen, auch abgeschlossen, hatte auch schon mal einen Klinikaufenthalt und rückwirkend habe ich überall einen gewissen Mehrwert rausziehen können. Aber bin irgendwo doch an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so kann es nicht weitergehen. Ich fühle mich nicht wohl. Ich komme da nicht zum Ziel. Habe gegoogelt, habe verschiedene Schlagworte, Entwicklungstrauma, Bindungstrauma gesucht. Und da habe ich sie gefunden und bin darüber sehr, sehr froh und genau, das ist so ein bisschen der Kern runtergebrochen auf 2, 3 Sätze. Dazu kann ich gerne auch noch mal 1, 2 Sachen sagen, weil hat gar keinen, man weiß nicht, wer sitzt einem gegenüber, hat jemand vielleicht eine schöne Internetseite und man muss das irgendwo so rausselektieren. Da fand ich halt einige Dinge, insbesondere, dass sie sehr offen ihre persönliche Geschichte von Anfang an kommuniziert haben und frei zugänglich gemacht haben, in Verbindung mit dem Wissen oder dem Ganzen, was sie sich angeeignet haben, passend. Und dann hatten wir ja unsere erste gemeinsame Stunde und mich noch, dass wir auch im Vorfeld viel geschrieben hatten und ich auch das Gefühl hatte, dass, Mensch, ich werde gesehen als Mensch, ich werde wahrgenommen mit meinen Problemen. Es ist jetzt nicht nur gemäß Lehrbuch, sondern ja, einfach ich. Und das hat uns dann gemeinsam zur Zusammenarbeit geführt, ja. Vielleicht ein bisschen mehr wie 2, 3 Sätze, weil ich es sehr gut finde, dass es eine Ganzheitlichkeit ist. Dass es wirklich nicht nur, ich sag mal, Gespräche sind oder einzelne Bausteine, die rausgenommen werden und beleuchtet werden, sondern dass der Körper integriert wird, dass individuell das Wissen, was dazu nötig ist, das so zu behandeln, von der Kindheit, aber auch im Jetzt und Hier, dass das in Kombination immer und immer wieder hochkommt und immer wieder arbeiten wir gemeinsam damit. Ja, bis hin zu, was wir zuletzt auch gemeinsam besprochen hatten, Gruppe oder verschiedene, nicht nur ein 1:1, sondern mehrere Personen, die dran teilnehmen. Und das gibt nochmal so eine ganz andere Beleuchtung auf die Situation und auch irgendwo ein ganz anderes Gefühl, damit umzugehen. Und ja, das würde ich als Antwort auf die Frage so. Ja, auch da gibt es bestimmt mehrere, aber ich möchte insbesondere einen erwähnen, der der ein Meilenstein für mich war. Ich konnte seit vielen, vielen Jahren nicht weinen und heute rückblickend kann ich sagen, dass vielleicht immer ein bisschen Trauer an der Oberfläche verfügbar war, aber ich irgendwie es nicht richtig greifen konnte. Und ich erinnere mich an eine Sitzung, wo Sie insbesondere mich dann darauf hingewiesen haben, dass die Situation, die ich beschrieben hatte, doch Grund zum Trauern ist und dass ich die Trauer auch zulassen darf. Und
Diese Kombination hat mich dazu gebracht, dass ich kurz nach der Sitzung und dann auch des Öfteren ja, dazu kam, dass ich die Trauer zulassen konnte und dass Tränen geflossen sind, dass ich auch das entsprechende Gefühl dazu spüren konnte. Und ja, das war für mich natürlich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, ja, weil ich das stark blockiert hatte. Ja. Ja, auch da würde ich eher sagen, dass es die Mischung aus den verschiedenen Dingen ist. Ja, dass ich jetzt nicht eine einzelne Sache rausnehmen möchte, die besonders gut war oder wo ich sage, die hat mir besonders geholfen, sondern tatsächlich, es ist die Kombination. Ich hatte, bevor wir zusammengearbeitet haben, gedacht, Mensch, brauche ich denn überhaupt die Akademie? Ja, ich sage mal so eine lehrbuchartige Plattform. Und jetzt, und ich bin ja noch mittendrin im Prozess und auch in den einzelnen Modulen, muss ich sagen, also das ist, es ist ganz, ganz tolles und vieles Wissen und auch wie sie das aufgebaut haben, dass sowohl von den Schritten, dass man wirklich bei A wie Anfang anfängt und sich Stück für Stück durcharbeitet und vertieft und dann bis ins Kleinste und viele Dinge auch immer wieder zur Sprache kommen. Ja, das habe ich im Nachhinein als sehr, sehr wertvoll erachtet. Aber natürlich die Arbeit gemeinsam, sie und ich, 1:1, das finde ich, natürlich ist das sehr, sehr wichtig und gibt mir auch sehr, sehr viel, weil ich da auch immer dieses direkte Feedback habe oder von Ihnen auch verschiedene Anstöße, was sich einfach aus dem Kontext in dem Moment ergibt. Ja. Ist natürlich eine Sache, die kenne ich. Oder die gibt es so nirgendwo. Ja, das ist, hilft mir jeden Tag. Also da fehlen mir fast die Worte, weil ich würde das eigentlich gerne so benennen, wie viel Wert das auch hat. Aber kann ich kaum, weil dieser Austausch mir ja, ich stehe im Alltag und habe dort Probleme und kann mich binnen kurzer Zeit melden und WhatsApp ist 24 Stunden da, habe ich die Erfahrung gemacht, sind sie immer greifbar, da habe ich immer eine Möglichkeit, ein direktes Feedback zu bekommen und nicht bis zur nächsten Sitzung zu warten. Ja, wie ich aber gerade sagte, das ist das, was ich auch schon, bevor ich mich überhaupt für die Zusammenarbeit mit Ihnen entschieden habe, habe ich das Gleiche per E-Mail von Ihnen bekommen, wo sie so individuell jederzeit drauf eingegangen sind. Und das ist, ja, das ist ganz toll, ja. Ja, das ist natürlich eine sehr interessante und gute Frage. Es ist so, dass bei mir sehr, sehr viele Aha-Momente gewesen sind und auch sehr, sehr viele vertiefende Erkenntnisse. Wo stehe ich heute? Wo komme ich denn überhaupt her im Leben? Und dass ich so viel mehr Klarheit über meine Gesamtsituation bekommen habe und viel mehr Greifbares, was zu tun ist oder wie ich überhaupt als Mensch funktioniere. Die Morgenroutine, insbesondere jetzt in der letzten Zeit, wo Sie mir mitgeteilt haben, dass ich doch mal von unserer Vorlage abweiche, das mal ganz individuell gestalte. Das ist für mich, wie der Name schon sagt, eine Routine geworden, dass ich das jeden Morgen mache. Es fällt mir nicht jeden Morgen leicht. Es ist teilweise immer noch eine Überwindung für mich. Und ich habe einige Momente, in denen ich ganz toll auf die Morgenroutine zurückblicken kann,
wo der Körper morgens schon positiv aktiviert wird, wo ich mich gut spüren kann, wo ich einfach merke, das ist eine Art und Weise, sowohl die Bewegungsabläufe, die Atemübungen, aber dann auch zur Ruhe zu kommen, die hätte ich ja ohne unsere gemeinsame Zusammenarbeit gar nicht so integriert. Und ja, ich würde die Akademie durchaus weiterempfehlen, weil ich, wie gesagt, so eine solche Kombination, eine solche Ganzheitlichkeit so noch nirgendwo kennengelernt habe. Aber auch da, ich muss das so sagen, Frau Rist, auch wenn ich viele positive Dinge sage, aber auch Sie als Mensch, ich nehme Sie als eine sehr angenehme und aufgeschlossene Person wahr. Und es ist ja auch immer wichtig, dass die Chemie passt. Ja, und deswegen, ich kann das sehr, sehr positiv hervorheben und ich würde das auf jeden Fall weiterempfehlen. Insbesondere natürlich die Menschen, die eine ähnliche Geschichte haben, vielleicht wie ich, die mit den Worten Entwicklungstrauma, Bindungstrauma was anfangen können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, alles das, was ich dort mittlerweile gelernt habe, und da möchte ich jetzt nochmal die Akademie insbesondere benennen, ich könnte mir fast vorstellen, das ist fast für jeden Menschen was. Einfach die Mechanismen zu sehen, wie funktioniert man denn? Und da braucht man noch nicht mal in Anführungsstrichen so tiefe Einschnitte oder Traumata zu haben im Leben, sondern ganz, ganz viele Menschen sind ja heutzutage von auch vielleicht leichten Dingen betroffen. Und wenn man dann verstehen kann, wie funktioniert da etwas oder wie kann man wieder mehr zu sich kommen, wie kann man sich wieder mehr mit dem Körper verbinden? Ja, da auch nochmal erwähnt, dass das traumasensitive Yoga, insbesondere die lege ich jedem lieben Menschen in meiner Umgebung an die Hand, aber auch so. Also das ist wirklich ganz, ganz toll, ja. Okay. Ja, herzlichen Dank für Ihre Antworten. Gerne, gerne. Okay, dann das... Die lege ich jedem lieben Menschen in meiner Umgebung an die Hand, aber auch so. Also das ist wirklich ganz, ganz toll, ja.